Hallo! Bevor ich diese Aufnahme so richtig beginne, möchte ich mit euch einen perfekten Weltensamen herstellen. Und zwar müssen wir dazu 10-mal klebrig einfügen, 10-mal stinkend ...15-mal schwammartig ...dann 15-mal nachgiebig ...und damit haben wir dann den perfekten Weltensamen geschaffen. Viel Spaß beim Nachmachen! Guten Morgen, Liebchen. Lass mich dir erzählen, was heute da draußen los ist. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Grow Song of the Evertree. Wir haben quasi über Nacht eine Stadtzufriedenheit von 51% erreicht und den Rest könnt ihr euch ja selber angucken. Das werde ich jetzt nicht nochmal alles erzählen. Vorbildliche Leistung, ja. Oh, was hat es jetzt gerade so gehakt? Hallo, ich wollte doch eigentlich nur rausgehen. So, normalerweise... Ach so, wir können uns ja abholen lassen. Normalerweise hätte ich euch jetzt nicht mit auf den Weg genommen. Aber da wir ja noch eine recht neue Siedlung haben, habe ich mir gedacht, komm, das eine Mal starte ich direkt. Ja, das ist ein neues Gebäude, nehme ich an. Ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht, was ich jetzt überhaupt gebaut habe. Nein, nicht bauen. Hallo? Immer noch verwalten? So, die hatten wir jetzt gemacht. Da können wir auch noch jemanden reintun. Das ist gut. Gasthaus, da arbeitet leider noch keiner. Verfärbt, also eingefärbt sind alle. Wobei die Bäckerei ist noch nicht eingefärbt. Da könnten wir jetzt nochmal eben schnell gucken. Bäckerei. Ja, nehmen wir mal die Törtchen. Was habe ich denn jetzt hier gerade? Hä? Das ist gelb-blau und das sieht darauf wie türkisrosa aus. Ja, kein Thema. Machen wir es einfach mal so. Das ist das mittlere. Da, dann nehmen wir auch das. So. Dachdekoration haben wir auch. Das ist schön. Haben wir denn schon... nee, da müssen... Na, ich weiß nicht. Rosa oder... Nee, da müssen die Törtchen drauf kommen. Machen wir das so. Und vorne machen wir den Zuckerguss, oder? Nee, die auffällige große Brezel machen wir da drauf. Okay, so. Dann ein Angestelltenplatz wird freigeschaltet. Ja, das war eigentlich auch schon alles, was wir jetzt so hier machen können. Moment, Bäckerei... Bibliothek, die sieht aus, als ob ich da schon was mitgemacht hätte. Großes Haus. Doch, sieht aber auch so ein bisschen bearbeitet aus. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber der sieht noch nicht bearbeitet aus. Moment, Glückskiste? Was für eine Glückskiste? Ach so, ja, das ist ja, ja. Okay, dann nehmen wir davon eine. Können wir da eigentlich mehr hinstellen? Wir können mehr hinstellen, das ist ja cool. Ja, ich denke mal, oder? Ich weiß nicht. Wollen wir es mal nicht übertreiben? Vielleicht finden wir noch was anderes, was wir da hinstellen können. So, einen Angestelltenplatz machen wir noch frei. Dann kümmern wir uns um... Dann nehmen wir mal das. Ob das jetzt wirklich so toll aussieht, ich habe keine Ahnung, aber... Das Rot ist doch eigentlich... Nehmen wir mal das, keine Ahnung. Ich weiß es doch nicht. So, Wandfarbe. Was sieht denn am bescheuertsten aus? Ja, am besten kann man ja irgendwie nicht sagen, weil das ist ja alles so ein bisschen, naja. Schneider hatten wir, das heißt, wir haben dann quasi alle Häuser hier durch. Das heißt, ich muss mir mal merken, Bäckerei, Gemischtwarenladen, Bibliothek und Schneider. Bäckerei, Gemischtwarenladen, Bibliothek und Schneider. Hi. Der will eine Farm. Können wir die gerade machen? Ja. Lass mich mal gucken.
Können wir eine Farm herstellen? Oder haben wir dafür nicht die Ressourcen? Stadtgarten? Ah, ich habe es geahnt. Nee, die können wir im Moment nicht machen. Das ist auch wieder dieser Mist mit stinkend. Da haben wir nicht so viel von. Das heißt, das werden wir jetzt erstmal offen lassen. So. Da. Der schläft natürlich. Oh, beziehungsweise sie. Och, Mann, ey, wie ich das hasse. Warum müssen die mal alle schlafen, wenn ich ankomme? Ist hier sonst noch irgendwas, außer der eine Typ, der einziehen will? Du kannst gerne ins Gasthaus gehen. Ich weiß nämlich noch nicht, ob wir dich hier gebrauchen können. Das ist ja mal geil hingestellt, muss ich sagen. Ja. Ja. Dann können wir jetzt hier quasi im Moment noch gar nichts machen, oder wie sehe ich das? Ich schaue mal da hinten, ob da noch irgendwo einer ist. Aber das sieht nicht so aus. Nee. Scheint der einzige Neue zu sein. Was ist hier? Makotos Haus? Ja, hi. Ey, könnt ihr mir mal sagen, warum ihr immer alle am Pennen seid, sobald ich reinkomme und von euch eine Quest haben will? Das ist doch nicht normal, ehrlich. Haben die denn überhaupt gar keinen, Ja, ich will mich nicht weiter aufregen. Ich war jetzt etwas abgelenkt von den ganzen Schmetterlingen, die mich hier gerade so umgeben haben. Ja, was können wir denn noch machen? Haben wir hier noch irgendeine Schatztruhe? Nein, haben wir nicht. Dann schauen wir mal eben. Können wir hier noch was einsammeln? Da ist nur... Doch, da. Da haben wir noch eine Schatztruhe. Ich würde mich jetzt freuen wie ein Schneekönig, wenn Stinkend drin wäre. Aber da das gar nicht hier auf dieser Insel überhaupt ist, gehe ich mal eher nicht davon aus, dass wir das bekommen werden. So, hübsche Holzblöcke. Gut, die kannte ich noch nicht, aber... Also Holzblöcke, die hübsch sind, meine ich. Bis wo sind wir jetzt hier eigentlich? Oh, oh, jui, 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 okay. Wow. Auf jeden Fall haben wir jede Menge Platz. Merkwürdige Welt. Mal schauen. Okay. Ja, nichts, was mir so auf Anhieb ins Auge springt, dass wir jetzt aktuell gebrauchen können. Und ansonsten haben wir jetzt hier auch nur noch die Bearbeitungssymbole. Wie ich es hasse, wie ich es hasse. Ja, dann würde ich schon fast sagen, dass ich mich erstmal offline noch mal ein bisschen um die Welten kümmere, weil wir im Moment ja nicht wirklich was anderes machen können. Ich habe zwar ganz, ganz viel Platz, aber da ist irgendwie nur einer gekommen, der bei mir einziehen möchte. Und ja, dem kann ich halt momentan keinen Job geben. Und dementsprechend, ja, kann ich ihn halt nicht einziehen lassen. Ich werde mich ein bisschen um die Welten kümmern und werde euch dann gleich nochmal hinzuschalten, wenn es etwas Neues gibt. Wahrscheinlich dann quasi erst am nächsten Tag. Bis gleich! So, dann wollen wir mal schauen. Wir haben hier noch einen perfekten Samen. Und zwar, wenn ich das richtig sehe, ist das, glaube ich, klebrig. Stinkend ist auf jeden Fall dabei und schwammig. Das heißt, das eine müsste dann theoretisch noch matschig sein. Den werden wir jetzt einmal hier pflanzen. Und dann kommt diese Welt raus. Ja, sie sieht auf jeden Fall mal wieder komplett anders aus wie die anderen vor ihr. Aber ich sehe jetzt aktuell nichts, wo man jetzt, ja, was man jetzt unbedingt zeigen müsste. Wenn sich das hier irgendwie komisch anhört, als ob jetzt hier bald irgendwelche Ekelsviecher hier rumlaufen oder so. Zumindest hört sich das so. Okay, ich glaube, ich weiß, was sich hier so seltsam anhört. Und zwar, ich mache das hier mal ein bisschen freier. Und zwar sind das diese komischen Augen, die hier überall sind. Ach du Schande.
Oder unten gucken noch Tentakel raus. Eieiei, okay, was für eine seltsame Welt. Ja, ich würde sagen, dass ich mich jetzt erstmal mit der Welt beschäftige und ich denke mal, dass wir danach nochmal einen Weltensamen machen. Übrigens, diese Welt hier, das hatte ich mir mal aufgeschrieben, deswegen wusste ich auch so genau, was die Symbole noch bedeuten. Das war, also das müsste die Welt sein, wo ich 15 mal matschig reingetan habe, 15 mal schwammig, 10 mal stinkend und 10 mal klebrig. Ja, ich würde dann sagen, dass ich mich erstmal um diese Welt hier kümmere und euch dann gleich nochmal hinzuschalte, weil ich nochmal einen Samen machen wollte. Das machen wir dann wieder zusammen. Bis gleich. Hallöchen, wir haben wieder neue Leute, die bei uns einziehen wollen. Der möchte auch eine Farm. Na super. Ich kann jetzt aber keine Farm machen. Warum versteht ihr das nicht? Deswegen habe ich euch doch extra übrig gelassen. Hast du das auch mit der Farm? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Nee, ein Kaffee. Okay, Moment. Kaffee. Da muss ich jetzt mal eben schauen. Nicht traurig sein. Ich muss nur mal eben nachschauen. Wir hatten aber noch kein Kaffee da, oder? Nee, also da haben wir noch keins. Die Frage ist jetzt, können wir... Ja, wir können eins machen. Perfekt. Wobei das... Ach nee, das ist bitter. Ich wollte gerade sagen, weil dieses eine, dieses Schwammartige war es, glaube ich. Das wollte ich nämlich... Nee, matschig war es. Das wollte ich nämlich noch sparen, damit ich damit nochmal einen Weltensamen machen kann. Ja, natürlich passt das jetzt hier nicht rein. Das war so klar. Aber auf der Seite. Soll ich jetzt gedrückt? Ne. Okay, hat es nicht angenommen. Sehr schön. Dann stellen wir das Café mal hier hin. Das heißt, mit anderen Worten, herzlichen Glückwunsch, du darfst bei uns einziehen. So, du bekommst ein eigenes Haus. So. Was ist mit dir? Hatten wir mit dir gesprochen oder Stadtgarten? Ich glaube, das konnte ich sogar machen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. So, das ist die Farm. Stadtgarten, genau. Friedlich und reichlich. Da haben wir auf jeden Fall auch genug von. Dann machen wir den Stadtgarten doch mal hierhin. Kann man das? Oder ist das? Nee, ist zu wenig Platz hier, ne? Moment, wo war der jetzt? Da war der jetzt der Eingang. Hier haben wir aber auch noch was Platz. Wir machen es dann aber so, dass es auch richtig rum ist. So, zack. Okay, dann herzlichen Glückwunsch. Du darfst gerne hier einziehen. Schau nicht so betroppelt. Du darfst einziehen und kriegst dann auch später noch deinen Traumjob. So, was haben wir denn noch? Der eine ist, glaube ich, weg. Der will ja jetzt wieder das, was ich nicht gebrauchen kann. Warum sieht das so komisch aus, irgendwie von der Animation her? Ja. Dann würde ich sagen, können wir jetzt hier eigentlich niemanden mehr aufnehmen. Ich habe übrigens mal geguckt, das, was ich eigentlich machen wollte, das kann ich leider noch nicht machen mit dem Samen. Da muss ich jetzt leider noch ein bisschen was sparen. Deswegen werde ich mich noch ein bisschen um die Inseln kümmern und ja, euch, so wie es aussieht, nochmal einen Tag später wieder mit dazu holen. Bis gleich. So, jetzt fangen wir mal an, einen neuen Samen zu machen, weil ich habe jetzt alles, was ich gerne noch in einer neuen Welt machen würde. Ich nehme erstmal reichlich rein. Dann würde ich sagen, machen wir tröstlich noch rein. So, dann nehmen wir noch mal üppig dazu. Und füllen den Rest mit friedlich auf. So. Also, dann haben wir ja, jetzt kann ich es gerade nicht mehr sehen, das war 11 mal reichlich, dann 11 mal friedlich,
und 12 mal üppig und 16 mal tröstlich. Ein perfekter Weltensamen. Das war wieder die falsche Enter-Taste. Ja, perfekt. Dann können wir den auf jeden Fall am nächsten Tag einsetzen. Für euch wird das quasi sofort sein. Halt, nein, ich habe mich gerade noch umentschieden. Und zwar werden wir noch einen Samen machen, weil ich meine nämlich, dass wir zwei frei gehabt hätten. Also können wir das auch eben machen. Dann würde ich sagen, dass wir von verträumt erstmal die 25 reinmachen. So, dann niedlich machen wir 5 rein. Dann von lebhaft machen wir 15 rein. So, und was haben wir jetzt reingemacht? Das war niedlich. Niedlich, verträumt und lebhaft. Dann machen wir jetzt noch, wenn ich es denn finde, von verspielt 5 rein. Und erhalten einen weiteren perfekten Samen. So, jetzt beende ich aber den Tag und werde mit euch direkt weitermachen, wenn wir das Ganze einpflanzen. Das heißt, wir können es noch nicht direkt anpflanzen, weil wir müssen mal eben noch zu unserer Stadt drüber, fällt mir gerade ein. Da haben wir nämlich noch zwei neue Gebäude. Da müssen wir natürlich auch Leute reinsetzen. Oh, und wir müssen mal kurz einen Abstecher machen zum Naturschutzgebiet. Da ist die Kiste. So, perfekt. Dann ab zum Flussrevier. Die Immerlinge haben deinen letzten Bauauftrag abgeschlossen. Achso, ja, klar. Wir können hier sogar etwas beanspruchen, sehe ich gerade. So, Stadtgröße. Ich brauche noch mehr Stadtbewohner, Bewohneranfragen. Ja, die kann ich ja irgendwie alle nicht annehmen, weil die ja ständig am Pennen sind. Und die Jobs, da kümmere ich mich auf jeden Fall jetzt drum. Was war mit dir? Du warst noch nicht da, ne? Du möchtest eine Taverne. Dann schauen wir doch mal kurz. So, eine Taverne. Wir haben nämlich noch keine, soweit ich weiß, hier. Eine Taverne. Lebhaft und ausgetrocknet. Soweit ich weiß, brauche ich davon jetzt gerade aktuell nichts. Oh, ist das Ding groß? Warte mal. Dann müssen wir mal gucken. Das geht wahrscheinlich nicht hier, ne? Man sieht ja nie so richtig, wie man das wohin machen kann, weil es verzerrt sich ja ständig. Das ist auch immer so blöd. Da hätte ich eigentlich auch lieber was Kleineres hin, weil das hier nicht so richtig hinpasst. Oh, das ist wieder... Ah! Okay, wir stellen das jetzt einfach mal hier hin. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig rum. Ja, mit der Öffnung nach oben. So, dann lassen wir dich einziehen. Komm nochmal hier. So, Taverne, zack. Du darfst auch wieder alleine wohnen. Warum auch immer. Da ist schon wieder einer, der hier einziehen will. Was haben wir denn heute für dich? Beziehungsweise haben wir eventuell was für dich. Gasthaus, endlich. Komm an mein Herz, du musst hier einziehen. Du gehst jetzt einfach zu denen ins Haus rein. So, perfekt. Das ist wahrscheinlich eh wieder am Pennen. Also gehe ich nochmal kurz auf die Übersicht. So, Gebäude. Moment, die habe ich jetzt alle soweit erledigt. Gasthaus. Angestellte zuweisen. Zack. So. Bäckerei. Hat noch keine Angestellte, aber da müssten wir ja einen haben. Genau. So.
Ich habe irgendwie alles gebaut, aber noch keine einzige irgendwo reingesetzt. Kann das sein? Doch, in die Bibliothek habe ich schon mal einen reingesetzt. Gemischtwarenlade. Da setzen wir die Luisa rein. Hat jetzt ihren Traumjob. Sehr schön. Gasthaus, Bäckerei. Kaffee haben wir noch nicht. Da setzen wir sie auch rein. So, das müssen wir allerdings auch noch verbessern. Erstmal, das ist ein Kaffee. Und das ist dann trotzdem egal, welche Farben ich nehme irgendwie, finde ich. Einen Angestelltenplatz habe ich nicht direkt zwei. Nicht wirklich, glaube ich. Machen wir jetzt zwei einzelne rein. So, Dachdekoration. Sehr schön. Für einen Kaffee. Oh, das sieht ja geil aus. Was ist das hier? Das sieht man. Ach, das ist da unten. Ah, nee, das machen wir. Da muss schon oben Kaffee sein beim Kaffee. Also anders geht's nicht hier. So, haben wir. Nee, wir haben sonst keinen mehr, der dort arbeiten möchte. Okay. Bibliothek. Gucken wir auch nochmal kurz. Da haben wir auch keinen. Gasthaus haben wir gerade gemacht. Taverne. Achso, die ist ja noch nicht gebaut. Quatsch. Stadtgarten. Der ist jetzt mittlerweile gebaut. Da können wir die Valentina reinsetzen. Und den können wir auch so ein bisschen bunt gestalten. Ja. Machen wir mal alles so passend zum Thema irgendwo. Zack. Dann soll da natürlich auch noch jemand arbeiten können. Und ja, das war eigentlich alles. Ich glaube, ich hoffe, ich denke, dass das jetzt alles war. Moment, arbeitslos ist jetzt der, der in der Taverne arbeiten möchte. Das ist klar. Die haben alle Arbeit, Gärtner und so weiter. Ja. Ja, dann würde ich sagen, ist das doch perfekt. Dann schauen wir mal kurz, ob die immer noch am Pennen sind hier oder ob wir da vielleicht doch noch mal kurz... Oh, endlich mal jemand, der wach ist. Violet kann leider kein reguläres Brot mehr essen. Ich wollte eins auf Kern-Erfreulich-Basis backen, aber ich habe keine Kern-Erfreulich mehr. Bringst du mir eine? Ja, wenn ich eine hab, gerne. Oh, das ist fantastisch. Ich bin schon gespannt. Und ich habe eine perfekt. Bitteschön, gern geschehen. Ah, super. Ich mache daraus ein Mehl und backe einen leckeren Orangenkuchen. Ich mache daraus ein Mehl. So, so. Das gefällt Valentina bestimmt. Hoffentlich ist keine Allergie gegen Nüsse dazugekommen. Ja, ich weiß zwar gerade gar nicht, wer Valentina ist, aber ich denke mal, dass sie hier zusammen drin wohnen oder so. So, haben wir hier sonst noch irgendwas? Ich sehe jetzt hier gerade... nichts, was... Ja. Dann würde ich sagen, aufgrund... Ach nee, wir müssen ja noch den Samen machen. Oha, oha, oha. Beziehungsweise zwei Samen haben wir ja, glaube ich. Ich möchte jetzt nicht überziehen, aber das möchte ich zumindest heute noch eben erledigt haben. Oh nein, wir müssen vorher aber ein paar Truhen abholen. So. Okay. Dann auf zum nächsten. Zwei Truhen haben wir noch, wenn ich das richtig sehe. Ich meine, klar, das könnte ich jetzt natürlich auch theoretisch. Hoch, haben die mich jetzt erschreckt da hinten. Ah, ertragreiche Immerling-Kinderernte. Bereit zum Einfordern. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, was ich jetzt bekommen habe. Mist. Ah. Fünf perfekte Weltensamen erschaffen. Ah, cool. Wanddekoration. Knopfdachdekoration. Okay. Wahrscheinlich für die Schneiderei oder so. Immerlinge, da. 50 Immerlinge, beziehungsweise 50 Ernten von Immerlinge. Es gibt gerade mal 300 Miora. Wisst ihr eigentlich, wie lange das dauert? Ernsthaft. So, heuere Immerling-Kinder an. Oh je, ja. Da muss ich überhaupt mal gucken. Hier sind zwei drin.
Aber ich glaube, unten sind nicht überall zwei drin. Ich habe die, glaube ich, jetzt extra immer aufgespart, damit ich genug im Baum habe. Aber ich habe jetzt so viele mittlerweile dazu bekommen, dass das eigentlich Blödsinn ist. Da muss ich auf jeden Fall nochmal einen Rundflug machen und mir das Ganze angucken. Aber das mache ich dann offline. So, hier zum Beispiel ist auch nur einer drin, sehe ich gerade. Ja, ich würde gerne noch einen einstellen. Ja, ja, ja. Nein, nein. Okay, ich weiß nämlich nicht, ob man dann mehr bekommt. Ich meine, das sieht ja eigentlich von der Reichhaltigkeit eigentlich so aus, als ob man nicht mehr bekommt. Von der Anzahl her zumindest. Aber vielleicht erhöhen die ja auch die Chance auf seltene Sachen oder sowas. Ich habe absolut keine Ahnung, was das betrifft. So. Müsste man eigentlich mal schauen, ob man dazu irgendwas im Internet finden kann. Bezüglich Immerling-Kinder. Ich meine, wir haben das Spiel 2 jetzt schon fast durch, behaupte ich jetzt mal. Hier sind 2, das ist gut. Ja, wobei vielleicht doch ein bisschen mehr daraus gekommen ist. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. So, dann zum Abschluss, weil es auch schon sehr, sehr spät ist mittlerweile. Ach, wir haben nur einen. Och, wollt ihr mir das wirklich antun, Leute? Ernsthaft? Das ist doch gemein. Welche nehmen wir denn jetzt? Da ist Verträumt drin. Eigentlich haben wir von allem eigentlich genug, glaube ich. Ich mache jetzt mal den, der ist so schön weiß, der sieht so schön aus. Kann natürlich auch bedeuten, dass das einfach nur vereist ist oder so. Das weiß ich nicht. Unterschlupfsanftheit. Oh! Nein! Ach, herrje! Okay, das hat dann scheinbar irgendwie was mit Walt Disney zu tun. Da kommen wir vermutlich nicht hoch in diesen hohen Turm, oder? Ach, herrje. Oh, was ist das? Kann man das irgendwie... Das kann man aber nicht nehmen. Das ist zwar am Leuchten. Kann ich auch nicht drauf schlagen. Ich denke mal, da wird dann wohl noch was passieren. 1, 2, 3. Wir machen ja die Welt normalerweise 3-mal. Ich denke mal, dann wird hier noch irgendwas passieren, dass ja hier vielleicht eine Truhe auftaucht oder sowas, wenn man die Welt durchgemacht hat. Ich weiß es nicht. Da hinten sind auch nochmal Schuhe. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt jetzt hier auf die Welt. Die sieht mal richtig nice aus. Okay. Ja, also, ich würde dann aber trotzdem sagen, dass ich den Rest jetzt erstmal offline hier mache und vielleicht mal herausfinde, was das hier für komische Geräusche sind. Wobei, irgendwo, da ist noch ein Immerling-Kind. Ich wollte gerade schon sagen. Ja, aber trotzdem sind hier irgendwelche komischen Geräusche. Ich befürchte, hier kommen noch irgendwelche Viecher später oder so. Ich mache die Welt offline jetzt erstmal soweit fertig. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn ich hoffentlich wieder was zu tun habe, was Vernünftiges. Bis dann. Ciao.